Was geht ab, Freunde, Alter? Wie geht's euch? Dein Video zu Remember wurde in Speyer gedreht. Wie kam es dazu? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt, weil in Speyer lebt auch ein Freund von den Videografen. Die Videografen waren ja die Jungs von NBG. Wirklich unfassbar starkes Team. Die machen auch die Videos von Apache. So bin ich damals auch auf die gestoßen. Gemeinsamen Kollegen von mir und den Jungs von MBG. Der Rafa ist auch ein Produzent und hat auch Sachen von Apache mitproduziert. Wirklich ein sehr, sehr, sehr lieber Typ und fleißiger Junge auch. Der hat ein unfassbar krasses Studio aufgebaut. Als wir dort beim Dreh waren, der so, komm, ich will dir unbedingt mein Studio zeigen. Und ich dachte mir so, irgendeiner, der mir wieder irgendwas zeigen will, so weißt du, Vorurteil wieder, scheiße. Und ich gehe rein, ich guck so, ich sag, ey Digga, das ist ein 200.000 Euro Studio. Weißt du, was ich meine? Das ist ein Motherfucker Studio. Da haben wir auf jeden Fall in seinem Hof haben wir gedreht. In seinem Hof wurden die Kulissen aufgebaut. Diese Kulisse vom Knast. Komm, wir gucken mal gemeinsam rein. War auch eine schöne Zeit, Mann. Ja, Mann. Diese Kulisse. Diese Kulisse hier. Die haben halt so ein großes Grundstück. Sein Vater ist auch, ich weiß nicht, was sein Vater macht. Schreiner irgendwas, Millionär, ich weiß nicht. Oder Millionär und Schreiner, genau so war das. Die haben einen riesen Hof. Quasi vorne ist den ihr Haus und hinten noch die Firma und richtig viel Platz. Und hinten in diesem Hof haben die halt diese Kulisse aufgebaut. Die Jungs haben wirklich alles selber gemacht. In jeder Art und Weise haben die Jungs Respekt verdient, wirklich. Für die Kunst, die sie erstellen, für die Arbeit, die sie machen, für wie sie zusammenarbeiten, für wie sie zusammenhalten. Das ist wirklich sehr, sehr krass. Und auch der Bruder hier gegenüber, also ich sitze quasi im Besuch und schaue den alten Nemo an. Das ist ja klar, weißt du? Symbolisiert durch die Holzfällerjacke. In der Zelle sitzt mein altes Ich. Und dieses alte Ich hat jemand gedoubelt. Christos war sein Name, gell? Ich glaube, ja, 100. Ja, Christos. Liebe Grüße an Christos, mein Bruder. Er hat mich nicht nur hier gedoubelt, er hat mich auch in einer anderen Szene gedoubelt. Bei einem anderen Song. Komplett anderer Song. Hier, genau. So stehe ich mit dem alten Ich gegenüber. Damals in der Zelle, heute so. Und auch diese zwei Jungs sollen mich und meinen Bruder symbolisieren. Weißt du? Der Bruder, der jetzt hier an mir vorbeirennt. Die Jungs, die gerade einen Ball geklaut haben. Die haben gerade einen Ball geklaut vom Kiosk, so mäßig. Weißt du, was ich meine? Und ich sehe so mein altes Ich. Kennt ihr das nicht? Seid ehrlich, als Kiddies, ihr wolltet einfach nur auf den Bolzplatz oder ihr wolltet einfach raus auf den Spielplatz oder wie auch immer. Und die Hausaufgaben, eure Eltern fragen euch. Beziehungsweise mein Vater war auf der Arbeit. Wenn mein Vater zu Hause wäre, dürfte ich niemals raus, bevor ich die Hausaufgaben gemacht habe. Meine Stiefmutter hat dann immer gesagt, ey, dein Vater kommt um 6, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, yeah, ich hab gemeint, ich mach's spät, ich muss nicht, weißt du, was ich meine, immer so Ausreden gefunden. Und vor allem, wenn es Freitag war. Wenn Freitag war, wusstest du, morgen, übermorgen musst du nicht zur Schule gehen, schieb alles nach hinten. Klein und fett Echo, immer war ich Torwart. Hier in diesem Bild halt nicht, in diesem Bild ist umgekehrt, aber ich sag euch, ich war damals richtig, richtig, richtig dick und pummelig und unsportlich. Ich habe Sport gehasst. Das einzige, welche Aktivität ich geliebt habe, war Fahrradfahren. Bis heute. Do you remember? Kälte gefroren haben auf dem Platz. Bevor ich groß war, bevor ich so war, wie es heute ist. Ja, es ist so wahr. Gut, dass du mein Zeuge bist. Ach, der Teufel ist schon da, bevor das Geld kommt. Renn, renn, Echo, renn, renn. Du darfst niemals vergessen, wo du herkommst. Dieser Platz ist auch ein legendärer Platz. Es war mir sehr, sehr wichtig, dass wir genau an diesem Platz drehen. OG, OG, OGs würden vielleicht wissen, welcher Platz es ist und wer diese Leute um mich herum sind. Zum Beispiel hier der Bruder mit der weißen Cappy nach hinten, ja? Mit ihm habe ich quasi angefangen zu rappen. Das ist mein Bruder Agir. Hier neben mir mit dem schönen Boxerschnitt, mit der Brille, der gerade mit seinen Händen irgendwas erklärt. Das ist mein Kindheitsfreund seit 21 Jahren. Der Bruder hier mit den roten Ärmeln, der Weste und den roten Ärmeln, das ist mein Bruder Sedo. Quentin an der Kamera, Sedo Birraman, hat Hasen da, die so Killer sind, die Ratio fahren. Ey, ihr wisst gar nicht, und dieser Ort, ja, ist in der Römergalerie, ganz genau. Dieser Ort war einer unserer vielen Orte, die wir in der Hood entdeckt haben. Ihr müsst euch denken, wir sind wirklich durch die Hood gegangen und haben Orte für Orte abgecheckt und haben uns einfach wirklich wie Ratten eingenistet, ja. Und einen Freestyle, diesen NY-Freestyle, an einem stinknormalen Dienstag,
den habe ich dort aufgenommen. Vielleicht können wir es danach mal abchecken, aber das ist auf jeden Fall ein legendärer Ort. Wenn wir Leute, auf Twitch-Sprache, wenn wir Leute auf der Straße umarmt haben und dann die uns ihre Sachen geschenkt haben, dann haben wir uns immer dort erstmal gebunkert, tack, aufgeteilt, weißt du, was ich meine? Bap, 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 bap. Legendär. Legendäre Zeit. Ja, boah, diese Szene, gell? Guck mal, ihr müsst euch vorstellen, das ist hier gerade erst bei 1 Minute 16, aber das war das Ende vom Videodrehtag. Und ich war tot. Weil wir sind wirklich bis 4, 5 Uhr morgens, ja? Wir haben um 19 Uhr, ungefähr 18, 19 Uhr angefangen zu drehen. Im Hof, die ganze Zeit dies, das. Danach sind wir nach Speyer in die Innenstadt gegangen und ich bin dort einfach durch die Innenstadt gerannt. Es ist einfach dunkel. Ich bin dort, ich bin todmüde, gell? Und dann sind wir wieder zurückgekommen und haben diese Szenen gedreht. Und genau hier, wo ich diese Rigipsplatte oder diese Holzplatte, besser gesagt, eintrete, quasi die Mauer von meiner Zelle, bin direkt dann in demselben Weg zum Auto. Ich bin ins Auto eingestiegen, ich habe zu allen gesagt, Bruder, fahr. Ich konnte nicht mehr. Ich war tot. Hier, so wie ich hier laufe, gell? Ich bin direkt ins Auto gelaufen und nach Hause gefahren. Ich war ciao. I remember. Zum Beispiel hier. Hier waren wir in Speyer und wir sind die ganze Nacht hier durch die Straßen und hier und da gelaufen. Die Schüsse und die Einschüsse, die ihr seht, wurde von einem gemacht, der bei Game of Thrones mitgearbeitet hat. Es gab ja hunderte Leute, die bei Game of Thrones an der CGI gearbeitet haben und einer von denen hat auch hier mitgearbeitet. Hier wieder durch den Wald. Das war die erste Rennszene, die wir mit den Jungs gemacht haben. Hier hat es angefangen. Und Gott sei Dank war ich da auch schon ein bisschen fit. Also ich habe da schon Sport gemacht, man sieht. So unsportlich sah ich da jetzt nicht aus. Die haben da quasi zwischen zwei Bäumen, die weit voneinander entfernt sind, ein Seil aufgehängt. An diesem Seil dann irgendwie die Kamera, keine Ahnung, rumsliden lassen oder rum. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Das war sogar, glaube ich, mit einem Motor. Genau, die Kamera hatte einen eigenen Motor an diesem Seil. Versteht ihr, diese Szene ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel jemand, der nicht aus meiner Hood kommt, weiß nicht, was mein Ort das ist. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich euch so sehr mit mir und meiner Vergangenheit auskennt, dass ihr auch wisst, an welchen Orten wir gechillt haben, wie die aussahen. Glaube ich nicht. Aber dieser Ort zum Beispiel, das war bei uns in Neukölln, am Neuköllner Platz, mitten in der Hood. Das war unser Platz. Das war in einem Einkaufszentrum, ist immer noch an einem Einkaufszentrum. Und wir haben da einfach gechillt. Von dem Moment, wo man Schule aus hatte, die keine Schule hatten und Streuner waren, die waren schon vorher da, bis abends. Und hier sieht man wieder die Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin. Mein Freundeskreis von damals. Heute ist jeder älter, lebt seinen Weg. Ich bin dort, der eine ist hier, dies, das. Aber wir sind alle immer noch nach wie vor brüderlich zueinander, respektvoll und wünschen uns nur das Beste. Komm, bin ich wieder in meiner Hood. Und im nächsten Moment sollen wir so, zeigt es uns von damals. Der mich als damaliger Nimo zeigt, ist mein kleiner Bruder ganz, ganz links. Hasunas kleiner Bruder ist direkt daneben. Und die anderen sind einfach Juniors aus der Hood. Liebe, liebe Grüße an alle meine Hoodies aus Did the Nerf My Wheel. Bilder und Gedanken, ho, ey. Bereuen ist denn alles, musst du sein. Jeder Unsinn war Teil dieser lustigen Zeit. Wolfi! Ich hab dir eine Zeile auf meinen Song gewidmet. Ey, Wolfi, gell? Das ist übrigens jetzt nicht im nächsten Bild Wolfi. Aber Wolfi ist eine Hood-Legende. Wenn ich jetzt anfange zu reden, das wird viel zu lange gehen, glaub mir. Aber Wolfi ist Legende und ich hoffe, der lebt noch, dass wir den interviewen können, den Bruder, solange wir den noch unter uns haben. Wolfi ist immer noch auf Methadon. Das ist der Wolfi von Habibi. Bei Habibi, ich weiß nicht, bei welchem Song das war. Bruder, wir haben ja auch einen Junkie, der Wolfi heißt. Bruder, das ist in jeder Hood, gibt's einen Wolfi, Mann. Ich sag dir ehrlich. Wir hatten noch Manfred, aber Manfred ist leider gestorben. Mit Manfred habe ich damals am Bahnhof sogar gelebt. Crazy. Auf jeden Fall sind wir in die Hood gegangen. Und ich habe hier die Zeile über Wolfi. Und ich so, ey, wir müssen auf jeden Fall Wolfi filmen. Wir müssen den finden. Und es gab immer so zwei, drei Orte, wo Wolfi war. Entweder war der am Bahnhof, er war im Stadtpark oder woanders. Ich guck.
Wir finden den nicht. Ich sehe nicht, dass der Bruder verstorben ist, so wie Manfred. Dann habe ich nachgefragt, wo Wolfi überhaupt lebt. Das wusste ich bis dato auch gar nicht. Dann haben die mir gesagt, der wohnt... Und die, Kamera ist wieder geballert. Die wohnen bei den Containern. Ich wusste ungefähr, wo die Container sind. Wir sind da hingegangen und ihr müsst euch vorstellen, in diesen Containern leben halt Alkoholiker, Obdachlose, Miskins, leider. Und wir warten so, wir gucken so, da kommt einer raus. Ich so, ey, wo lebt Wolfi, Bruder? Ich gebe dir so einen Zehner, gell? Der sagt da hinten, komm, ich zeig's euch, komm. Und diesen Zehner, den wir gegeben haben, ich bin ja nicht dumm. Der hat sein Leben gegeben, damit Wolfi auch wach wird. Und dass er rauskommt und, weißt du, was ich meine? Er so, Wolfi, komm, hier sind Gäste. Und der Wolfi war höchstwahrscheinlich in irgendeinem Rausch oder Tiefschlaf. Ich weiß es nicht, ich will jetzt noch nichts Falsches sagen. Aber der Bruder ist auf jeden Fall erstmal nicht aufgestanden. Dann, als er wach geworden ist, wollte der nicht rauskommen. Und jetzt erzähle ich euch eine Sache, gell? Wolfi, du kleiner Wichser. Ich so, Wolfi, du kennst mich noch von damals. Komm ans Fenster, wenn du mich siehst, du wirst mich erkennen. Weil der hat ja keine Ahnung, Nimo, N, dies, da, der ist ja, der ballert. Ich schieb dem einen Fuvi-Schein unter diese Tür und sagt, Wolfi, komm raus, gell? Und ich habe den Fuvi-Schein extra so ein bisschen rausgelassen, damit ich sehe, wenn er ihn reinzieht. Ja, quasi nur ein kleines Stück, damit ich sehe, er hat den Fuvi-Schein genommen. Weil wenn ich ihn jetzt reinschiebe, sehe ich ja auch nicht, hat er den gerade genommen oder nicht. Dieser kleine Sinsimilia in the building hat einfach den Fuvi genommen und hat einfach gar nicht mehr geantwortet. Wolfi hat jetzt einfach geballert. Wolfi, ich habe dir eine Zeile auf meinen Song gewidmet. Und ihr hört schon meine Stimme, ich war total heiser von Schreien, vom Performen, vom nachts in der Hut in Speyer rumrennen. Und das war die Story. Dann haben wir den gefunden. Der ist auch eine Legende, gell? Aber der ist neu erst in die Hut gekommen. Der gab es zu meiner Zeit nicht. Der ist später gekommen. Wir sehen ihn so am Bahnhof. Wieso, ey, komm. Das wird jetzt einfach unser Wolfi fürs Video, weißt du? Wieso, ey Bruder, was geht? Willst du ein bisschen Geld? Komm, du musst nur im Video stehen. Nichts Besonderes. Wir haben mir einen Fuvi gegeben. Es hat nur noch gefehlt, dass er mit uns nach Hause mitkommt und tanzt und keine Ahnung. Der so, was will ich machen? Wieso, rauch einfach dein Garo. Lieg so, wie du da liegst. Einfach alles gut, rauch einfach dein Garo. Okay. Gib mal noch einen Zigarette. Dann mussten die Jungs natürlich wieder Kunst machen. Und haben sich was einfallen lassen, dass nicht nur einfach so irgendein Wolfi da ist. Dann haben wir noch diese Szene mit dem Umbrella gehabt. Auch diese Szene, du begibst dich auf eine Fahrt mäßig, weißt du? Du begibst dich auf einen Weg, du begibst dich auf eine Fahrt. Du hast keinen Einfluss auf den Weg, du bist mit dem Falschen im Wagen. Du bist den falschen Weg gegangen. Verstehst du? Ich hab mir gedacht, dass das alles so kommt. I remember. Pablito, herzlich willkommen, mein Lieber. Freut mich, dass du da bist. Freut mich, dass du da bist, Digga. Und dieses, mein Vater suchte auf der Straße seinen Sohn. Bei diesem Satz habe ich immer einen bestimmten Tag auch vor Augen. Es gab mehrere Tage und Nächte, wo mein Vater mich leider in den Straßen gesucht hat. Aber ein Szenario werde ich nie vergessen. Ich bin von zu Hause abgehauen. Ich war sehr, sehr jung, ich war 11 Jahre alt. Die Hintergründe, diese ganze Story kann ich irgendwann mal vielleicht erzählen oder vielleicht schreibe ich es im Buch, keine Ahnung. Aber ganz, ich habe halt dann am Bahnhof geschlafen, in irgendwelchen Treppenhäusern unten geschlafen, in Garagen geschlafen. So, richtig sinnlos eigentlich, weißt du? Weil mit 11 Jahren kannst du auch nicht bei jemandem zu Hause pennen, wo die Eltern nicht zumindest den Vater anrufen wollen oder die Mutter anrufen wollen und sagen, ey, dein Kind ist hier. Das gibt's nicht, weißt du? Deswegen kannst du nicht bei jemandem pennen mit 11 Jahren einfach so. Und ich weiß noch an einem Moment, wo mein Vater in die Hut gekommen ist und ich habe das von Weitem gesehen gehabt. Ich bin dann so weggerannt. Hat er mir hinterhergerufen, hat er meinen Namen sehr laut gerufen, Nima. Und dieses Szenario werde ich nicht vergessen. Ich glaube, auch in derselben Nacht irgendwo hat mein Vater mich gesehen gehabt. Der war im Auto. Mein Vater suchte auf der Straße seinen Sohn. Sorry, Baba. Jahre vergehen, der Steinbock ist nicht heimgekommen. Es tut mir leid, ja, Baba, es ist meine Schuld. I remember.
sentimental geworden. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich habe gerade darüber erzählt, wie ich von zu Hause abgehauen bin, wie mein Vater mich auf der Straße gesucht hat. Und wenn du frisch Vater geworden bist und ein kleines Wesen einfach jetzt ein Teil von dir ist, weißt du? Ein neuer Mensch, ein neues Leben. Du hast die hundertprozentige Verantwortung. Und dann erzählst du den Leuten, wie du damals von zu Hause abgehauen bist und wie dein Vater dich gesucht hat. Und dieser Hilfeschrei, weißt du? Und wenn du den vor Augen hast, wenn du den im Ohr hast, wenn du den im Herzen hast, auf der Seele hast, natürlich denkt man danach, natürlich wird man da sentimental. Zumindest bin ich so. Ich weiß nicht, ob andere so sind. Zumindest bin ich so. Man denkt nach, Digga, das ist, ich liebe meinen Vater einfach an jeden Tag mehr und mehr und mehr und schätze ihn mehr und mehr. Und verstehe jeden Tag mehr, was für ein Idiot ich war und was für Sorgen ich meinem Vater gemacht habe. Umso mehr nochmal bewundere ich meinen Vater, seine Geduld, seine Liebe, sein... Das ist unglaublich. Erklär mir jetzt, wie soll ich da nicht sentimental sein? Weißt du, was ich meine? Das ist unmöglich.